Esmeralda Bay. Der heldenmütige Kampf eines Volkes um seine Freiheit. Warum hast du das getan? Sie haben meinen Vater ermordet. Dafür mussten sie büßen. Bürger von Puerto Santo, dies ist meine letzte Botschaft an euch, als Präsident unseres stolzen Landes. In den letzten 15 Monaten habe ich verantwortungsvoll das Schicksal des mir anvertrauten geliebten Vaterlandes gelenkt. Ermächtigt durch das überwältigende Mandat, das sie mir bei unseren letzten Wahlen angetragen haben. Ich habe mit all meiner Kraft daran gearbeitet und von ganzem Herzen. Es waren Terroristen, die extremen Linken. Erstens, es ist verboten, sich in Gruppen von mehr als 6 Personen zu versammeln, ohne eine entsprechende Sondergenehmigung. Drittens, es ist verboten, Feuerwaffen oder andere Hieb- und Stichwaffen bei sich zu führen, ohne eine von der Militärbehörde ausgestellte Lizenz. Haben uns zugesichert, dass ihre 5. Flotte in unseren Hoheitsgewässern bereitsteht, um uns zu helfen. Uns zu helfen? Die Frage ist doch, wen meinen die mit uns? Sind sie sicher, die meinen Sie und mich? Das bedeutet, Ramos ist unser Mann. Also ich möchte, dass Sie wieder runterfahren und treten Sie endlich diesem verdammten Trottel in den Hintern. Und er muss uns endlich offiziell bitten, einzugreifen. Und das ist mir scheißegal, wie Sie das hinkriegen, verstanden? Nein! Ich, General Monche, werde meinen Kampftruppen den Befehl geben, diese gottverdammten Marxisten auszurotten, bis keiner mehr übrig ist. Dieser Film basiert auf knallharten Tatsachen. Ein Kampf zwischen Gefühl und Gewalt. Ein Kampf zwischen Liebe und Hass. Überzeugung und Korruption. Der heldenmütige Kampf eines Volkes um seine Freiheit. Mit Robert Foster, Fernando Rey, Silvia Tortosa Davis und George Kennedy. Mit Terry Valle und zum ersten Mal Ramon Sheen. Esmeralda Bay. Leidenschaft, Schicksal und spannende Action. Das ist Esmeralda Bay.